Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Und zwar sind wir bei der Höhle der Trophäen. Es ist ein Gewölbe, da schauen wir mal rein, weil das habe ich noch nicht erkundet. Hier versteckt sich auch immer ein Himmelssplitter oder eine Himmelsscherbe, heißt es ja hier. Weiß nicht, warum ich immer Splitter sag. Das ist halt einfach ein Splitter. Hier haben sich auch schon die ersten niedergelassen. Ja. Oh, ich muss ein paar Seelen stehlen wieder mal hier. Okay, ja. Hoppala. Ja, ich setze mich jetzt auch mal hier hin. Hier ist ein Buch, Tagebuch eines Gildenmagiers. Cyrodiil war Kalthafen und dann, oh je, er sitzt seit Tagen in diesem Gefängnis. Schlimm, schlimm. Oh, hier sind ein paar Fliedenhänder. Meine Rüstung ist immer noch kaputt, weil ich noch immer nicht in der Stadt war. Aber das macht nichts. Vergessen, die Seele klauen. Piu, piu. Wo versteckt sich denn dieser Himmelssplitter? Und natürlich auch der Anführer. Hey, die Seelenfalle macht sogar Schaden. Oh, die haut ihn nieder. Schnell sein, ey. Ah, da ist eine Questerin. Hallo. Achso, das ist nur eine Notiz. Ah. Piu, piu. Ich mag den Bogen. Oh. Oh, oh. Anhänger. Die Namen Ernabi und Ahirons sind in die Rückseite dieses Anhängers eingraviert. Ich sollte Ernabi oder Ahirons finden und diesen Anhänger zurückbringen. Okay. Wahrscheinlich wieder was in der leeren Stadt. Wie mit dieser Laute damals. Damals. Isabel und ich, kann man nichts sagen hier. Was haben sie denn? Schweinefleisch hier. Geflügelfleisch, verdorbene Nahrung, die lassen wir liegen. Okay, einfach mal kurz weiterschauen. Isobel Hause, die freut sich auch Damit immer, wäre wenn diese sie. Geschichte zu Ende. Genau, ich freut sich immer, wenn sie solche kleinen Viecher hauen kann. Kleine Unheilsbrüte. Ich habe einen Haufen Seelensteine zu viel. Oh je. Waffe benötigt Ladungen. Eine eurer verzauberten Waffen muss aufgeladen werden. Stellt ihre magischen Eigenschaften mit einem gefüllten Seelenstein wieder her. Okay. Dann machen wir das mal. Hier, der Balken da oben und der Schaden ist aus. Jetzt
Laden wir sie auf hier? Ja. Und boom. Wir haben hier genug Seelensteine, von daher. Wieder aufgeladen. Und schon geht's weiter mit der Verzauberung. Piu-piu hier, ein Rucksack. Ich mag Rucksäcke. Sind aber schnell tot. Warum seid ihr so schnell tot? Isobelle hat den aus dem Gleichgewicht gebracht, ey. Die hat einen Move drauf. Der Seelensplitter, ja, ich meine, die Himmelsscherbe. Es dreht sich halt immer um die Seele hier. Ja! Ach, das sind zwei! Okay, ich habe, glaube ich, keine Seelensplitter mehr. Seelensteine. Wir haben tapfer gekämpft. Keine Lehren. Okay, dann schauen wir in diesen Raum hier rein. Werden alle genagelt hier von meinen Pfeilen hier. Ring des Gefangenen? Magikerregeneration? Nee. Das ist nix für mich. Jawohl, nächster Clanbahn hier. Rang 23 bei Bogen erreicht. Nice. Hier ist er schon. Komm her. Ach, du willst zaubern. Ja, gut. Dann zauber ein bisschen hier. Wir kämpfen gemeinsam. Ja. Lieber gemeinsam statt einsam. Ja, das ist super. Ein Stahlschwert des Frosts. Jetzt muss man nur noch den Obermufti hier finden und ausschalten. Stender war mit uns in diesem Kampf. Hey, besiegt 20 Widersacher mit Waffenfähigkeiten. Super. Kommt mir vor, dass der Bogen jetzt mehr Schaden macht, ey, bei Rang 26. Oder täusche ich mich da jetzt an der? Das kann auch sein. All meiner Ehre. Ah, hat mich gerade so noch getroffen. Aber auch nervig, die Klangbands. Süß, aber nervig. Ja, süß, aber nervig. Wahrscheinlich laufen die jetzt schon die ganze Zeit in der Sackgasse rein. Ja, ich habe noch eine andere Waffe hier.
Er holt zum Schlag aus und trifft. Wo kann er jetzt sein? Vorne ist der Ausgang. Ah, ist wieder nachgespawnt. So, laufen wir wieder zurück hier. Also hier mal nicht. Der Bogen macht schon mehr Schaden als der Streitkolben, kommt mir vor. Bleib weg, ja. Bleib bestimmt weg, wenn man sie so nicht bittet. Ah, da hoch geht's. Flachsschuhe sind immer noch Stoffschuhe, die wollen wir nicht. Nein, ich will. Wie kann ich euch helfen? Ja, nicht. Einfach weiterkämpfen. Einfach weiterkämpfen. Wir sind auf dem besten Weg. Ihr habt keine Ehre, Brut des Vergessens. Stimmt. Nochmal Flachsschuhe. Was Flachsschuhe? Leg du die bitte lieber nieder hier. Keine Befehle erteilen, niederlegen. Das ist er. Natürlich habe ich jetzt keine Ulti. Ich hätte meinen Drachensprung. Ja, das hätte ich, aber das andere ist ja so viel cooler. Ah, naja. Erstmal Klampern fertig machen. Das war's hier mit Nicole Kilo. Ups, oh oh, hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Läuft hier einfach weg hier. Oh, ein Stahlbiedenhänder. Beidhänder. Beidenhänder. Wie spricht man denn das jetzt aus hier? Eieiei. Ei, ei. Ups.
besser. Ja. Verliere ich da meinen Z-Bonus? Ja, oder? Das ist ein anderes Set gewesen hier. Ah ja, hm. Nee, wir nehmen das wieder stückischer. Ja, genau. Hier die Klippen des Scheiterns haben wir noch vor uns. Und dann sind wir hier mit diesem Gebiet sozusagen fertig. Ja, ja, hier müssen wir da die andere Quest abgeben. Flachs mitnehmen, nicht vergessen. Hm, das ist gute Qualität. Ja. Boah. Na dann. Das ist doch echt cool, oder? Die Klippen des Scheiterns. Warum seid ihr zu den Klippen des Scheiterns gewandert, Sterbliche? Seid ihr neugierig, was euch hier erwartet? Fragt ihr euch, warum wir euch nicht zerstört haben? Oder warum die Magier vor uns gefesselt sind? Ich habe natürlich Antworten, wenn ihr zuhören wollt. Ich höre zu. Die drei, die neben mir stehen, haben den Herrn der Intrigen entweder zu Lebzeiten enttäuscht oder wurden im Tod an ihn gebunden. Die Erlösung ruft nach jedem von ihnen. Doch um die Gunst des dunklen Fürsten wieder zu erlangen, müssen sie erst mein Spiel gewinnen. Und niemand hat mein Spiel je gewonnen. Und warum sind die Magier hier? Nun, diese Magier nehmen an dem Spiel teil. Die Seiten wurden gewählt und die Aufgaben verteilt. Erst müssen sie eine kleine Tat für ihren neuen Meister vollbringen. Wenn sie das überleben, geht der Spaß erst richtig los. Dann können sie anfangen, einander umzubringen. Lasst sie gehen, sofort. Ihr fragt so nett, aber nein. Sobald ihr mit dem Spiel beginnt, kann nur Sieg oder Niederlage euch befreien. Ihr solltet jedoch ein Element der Überraschung und Spannung ins Spiel bringen. Werdet ihr euch mutig ins Gefecht stürzen? Oder werdet ihr wie ein Feigling davonrennen? Erzählt mir mehr über euer Spiel. Mein Meister hasst es, wenn seine Diener ihn enttäuschen. Es bricht ihm das Herz. Aber er wird ihnen verzeihen, wenn sie ihm beweisen, dass sie ihm noch immer etwas zu bieten haben. Nehmt nur diese drei hier. Versage, jeder einzelne von ihnen. Doch mein Meister gibt ihnen eine Chance. Er gestattet ihnen, an meinem Spiel teilzunehmen. Und wie können Sie dieses Spiel gewinnen? Die Regeln sind einfach. Diese drei können nicht direkt am Spiel teilnehmen. Sie müssen Bauern als Spielfiguren benutzen, die für sie kämpfen. In diesem Fall die Magier. Wenn ein auserwählter Champion fällt, dann mit ihm auch der entsprechende Anführer. Und die Erlösung schlüpft ihm durch die Finger. Und was für eine Rolle spiele ich bei all dem? Ihr könnt auch teilnehmen. Schließt euch einer Mannschaft an und führt sie zum Sieg. Tut dies und ihr könnt den Preis gewinnen, der bislang unerreichbar blieb. Die Befreiung aus meinem Spiel. Und ich mache es sogar noch verlockender für euch. Gewinnt und ihr könnt einen der Magier mitnehmen. Was sollte mich davon abhalten, euch einfach an Ort und Stelle zu töten? Ich weiß euren Kampfgeist zu schätzen, aber spart ihn euch für das Spiel auf. Schon seit Jahrtausenden bin ich der Herr über dieses Spiel. Viele haben versucht, mich zu besiegen. Alle sind gefallen. Ich muss gestehen, dass das Spiel mich zu langweilen beginnt. Wo ist die Herausforderung? Ich bin nicht wie die anderen, die euch bisher gegenüberstanden. Wie wahr? Dann versteht ihr also meine Erregung. Ihr seid aus freiem Willen hierher gekommen. Ihr wollt die Magier verteidigen. Das ist noch nie da gewesen. Doch um teilzunehmen, müsst ihr euch trotzdem für eine Seite entscheiden. In diesem Spiel gibt es keine Joker. Wohin habt ihr die Magier geschickt? Sie befinden sich bereits im Spiel. Dort unten.
Sie kämpfen und tun alles, um zu überleben. Ich bin schon ganz neugierig, ob sie die erste Prüfung überstehen. Nur wenige schaffen das, wisst ihr? Wie kann ich am Spiel teilnehmen? Dieses Portal bringt euch aufs Schlachtfeld. Sucht dort nach den Magiern, falls sie noch nicht ausgeschaltet wurden. Seid gewarnt. Sobald ihr durch das Portal tretet, seid ihr dem Spiel verpflichtet. Vergesst das nicht. Ich dulde weder Schummler noch Drückeberger. Ja, dann lasst uns ein Spiel spielen. Sippenhochfürstin Estre. Talik Wurmvater. Okay, und wer ist der Dritte? Angoff der Unsterbliche. Okay. Auf geht's! Okay, das ist also die Vorkammer. Bist du diesem so leid, Shelin? Ich tue das, weil ich muss. Einer von uns muss es schaffen, hier herauszukommen und unsere Mission weiterzuführen. Warum nur, lieber Freund? Ihr seid mit uns gekommen, um Molag Bal aufzuhalten, nicht wahr? Es tut mir leid, dass ihr auch in diesem dummen Spiel gefangen wurdet. Nun, nehmt mein Leben. Tötet mich. Ich weigere mich, an dieser Farce teilzunehmen. Ich werde euch nicht töten, ich bin hier, um euch zu helfen. Wirklich? Nun, ihr habt wirklich kein Gefühl für den passenden Auftritt. Hättet ihr nicht auftauchen können, bevor wir angefangen haben, einander umzubringen? Es tut mir leid. Es ist nicht euer Fehler. Ich bin nur enttäuscht über mich selbst. Und ich habe ein bisschen Schmerzen. Ist es zu glauben, dass Mim mich niedergestochen hat? Warum hat Mim euch niedergestochen? Mim sprach von einem Plan, uns hier herauszuholen. Er sagte, wir müssten nur mitspielen. Aber als wir hier herunterkamen, ist der Dunkelelf geflohen. Und die Katze hat mich niedergestochen. Er meinte, es käme schon alles wieder in Ordnung. Traut niemals einer Katze. Welche Aufgabe wurde euch übertragen? Angoff hat mich ausgewählt. Die Missgeburt, die Glen Umbra vernichten wollte, sucht sich ausgerechnet eine Bretonin aus. Was für eine dreiste Arroganz. Doch das spielt jetzt wohl keine Rolle mehr. Er gab mir diese seltsamen Samen. Er meinte, es würde helfen, wenn ich sie einpflanze. Seltsame Samen? Angoff wies mich an, die Samen in die Leichen der Gefallenen zu pflanzen. Er schien verzweifelt zu sein. Aber es lag auch ein gewisses Mitgefühl in seinem Blick. Hier, nehmt sie. Ich will sie nicht. Ihr könnt diese Aufgabe übernehmen. Vielleicht wird uns das helfen. Bleibt hier, ich werde die Samen für euch pflanzen. Okay. Also, wir müssen hier irgendwelche Samen pflanzen. Mal schauen, wie das geht. Ich glaube, wir können das wirklich gut. Ah, hier. Okay. Gegenstand noch nicht bereit. Ah! Die verschwinden zu schnell. Drei von sechs. Ha, das könnte hilfreich sein. Nein. Eine noch. Okay. Schätze ich, müssen wir wieder zu ihr zurück. Wir haben die Samen gepflanzt. Ob sie
sie noch lebt? Ich hoffe es. Oh, hallo. Diese Frau wird leben. Dafür habe ich gesorgt. Sie ist zu wertvoll, um sie so früh im Kampf zu verlieren. Ihr habt vielleicht ihre Aufgabe erledigt, aber ich weiß, dass sie mir am Ende helfen wird. Aus diesem Grund ist ihr Leben nicht verwirkt. Das klingt ja beinahe so, als ob ihr euch sorgen würdet. Tut nicht so, als könntet ihr mir ans Herz blicken, Sterbliche. Jolene ist rein. Im Gegensatz zum Rest meiner Armee ist sie nicht von der Verderbnis befleckt. Ich brauche jemanden wie sie, um diesen Krieg zu gewinnen. Und all das nur, damit ihr wieder Molag Bal dienen könnt? Dem Herrn der Intrigen dienen? Nie wieder, Sterbliche! Ich kämpfe in dieser Schlacht um mein Leben. Um die Verwandlung in das, was aus mir geworden ist, wieder umzukehren. Die Magie, die mir diese Gestalt verliehen hat, liegt irgendwo in diesem Reich verborgen. Genau wie die Magie, die mir mein altes Ich zurückgeben kann. Ihr wollt wieder sterblich sein? Ich will wieder ganz ich selbst werden. Deshalb spiele ich dieses lächerliche Spiel. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Die Samen haben meine Streitkräfte vergrößert und mir ausreichend Truppen verschafft, um diesen Krieg zu gewinnen. Mehr habe ich von euch nicht verlangt. Na gut. Schauen wir mal, was Mim dazu sagt. Der Niederstecher. Ah, da ist er schon. Bleibt von Mim weg. Riskiert nicht, dass dieser euch verletzt. Mim wird das Spiel gewinnen. Mim wird alle schlagen und uns hier herausbringen. Alle von uns. Beruhigt euch, ich bin hier, um zu helfen. Helfen? Ihr könnt nicht helfen. Wir stecken hier fest. Kämpfen bis zum Tode. Niemand kommt hier lebend raus. So läuft das Spiel halt. Mim wird sie alle töten. Selbst den Beobachter. Dann muss er uns gehen lassen. Er kann uns nicht mehr festhalten, wenn er tot ist. Ich sehe es genauso, dass der Beobachter das Problem hier ist. Freut mich zu hören. Gut zu wissen, dass ihr nicht von seinen Versprechungen eingelullt wurdet. Oder sagt ihr das nur so? Vielleicht hat er euch entsandt, um Min zu folgen. Vielleicht seid ihr Teil seines Spiels. Dieser weiß nicht mehr, was er noch glauben soll. Und diese dumme Rune, die Talik mir gegeben hat, sie ist nutzlos. Hat Talik etwas darüber gesagt, was die Rune bewirkt? Er sagte, sie würde die Macht der Toten nutzbar machen, was auch immer das heißen mag. Er nannte sie seine Todesrune. Es ist finstere Magie und Mim will damit nichts zu tun haben. Beweist Mim, dass ihr wirklich helfen wollt und findet heraus, was man mit der Rune anstellen kann. Vielleicht können wir sie gegen ihn einsetzen. Talik hat euch nicht die geringste Anweisung gegeben? Talik sagte, ich soll auf dem Boden nach Runen suchen. Irgendeine Art Kreis. Die Monde sollen Mim holen, wenn dieser auch nur ein Wort davon verstanden hat. Vielleicht kommt ihr ja darauf. Aber bitte, lasst Mim dies nicht bereuen. Dieser vertraut euch, weil ihr Mim nicht angegriffen habt. Noch nicht. Okay, müssen irgendwelche Runen finden. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Leider ist die Zeit schon wieder vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ach süß, wie mein Sensei-Junges da hinten spielt mit den Schmetterlingen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.